Heute mal eine kleine Premiere, und zwar hatte Stefan 123321 letztens aufgerufen, rund um die Welt 42A konforme Taschenmesser, die er vorgestellt hat, obwohl er eigentlich so ein Folder-Typ ist. Dennoch hat er ein paar Taschenmesser in die Kamera gehalten und wollte von uns wissen, ja, was denn so unsere 42A konformen Taschenmesser sind. Ja, 42A konform, da bin ich natürlich dabei. Weil ich es auch persönlich unheimlich mag, mit einem 42A konformen Taschenmesser nach draußen zu gehen, das zu benutzen, ohne groß Stress zu haben. Und wenn man es bei uns im Shop sieht, sieht man auch die Ausrichtung, dass wir genau in diese Sparte uns bewegen. Wir haben natürlich auch ein paar Folder dabei, definitiv. Aber das Große ist wirklich alles, was Taschenmesser beinhaltet. Ich habe mal ein paar diverse Modelle rausgesucht. Das sind Modelle, die ich auch selber nutze. Ja, möchte ich mal die Kamera halten und euch ja, da was zu erzählen und mitteilen und was für Produkte es sind. Ja, fangen wir mal mit einer schönen alten Geschichte an. Weiß nicht, viele kennen es vielleicht. Das ist das Trestle Pine Grand Portage, bestehend aus einer Schiebklinge, und dann ist dort noch ein Kapselheber verbaut. Ja, wunderschöne Messer hatte ich damals von Trestle Pine von Greg importiert aus den USA. Das Besondere an den Messern ist eben, ja, dass der Griff aus teilweise ja, über 100 Jahre altem Holz gefertigt worden ist. Das war früher so, wenn die da Ende 1800, Anfang 1900 mit den Flößen ja, Baumstämme transportiert haben. Dann sind immer wieder die Seile gerissen, Taue gerissen, Baumstämme ins Wasser gefallen, irgendwann so viel mit Wasser getränkt. Und diese See, wo dieses Material herstammt, ist sehr sauerstoffarm, sodass das ganze Material ja, gehalten hat. Und da gibt es eine, ich glaube, in Kanada war dieser See gewesen. Da gibt es eine kanadische Firma, die wirklich für ja, gutes Geld dieses Material aus den Tiefen des Sees wieder hochziehen. Und er hat es verwendet. Und ich halte es mal ein bisschen näher ran. Ja, ein wunderbares Messer. Ist leider damals Konkurs gegangen, weil Queen's Cutlery hatte die Messer produziert, und mit der Schließung von Queen's Cutlery hatte sich leider auch das für Trestle Pine ja, damit erledigt, wenn man es so ausdrücken mag. Schön auch hier die Messingbolster, und jetzt mal gucken, was einfach seht, das schemenhaft. Da ist dann dementsprechend so ein Baum abgezeichnet, das Logo von Trestle Pine. Aber das Interessante war wirklich das mit dem Holz. Qualitativ waren die nicht immer ganz okay gewesen. Man musste schon viel das, oder, ja, auf das Auge zudrücken. Aber da zählt einfach wirklich die Geschichte, das Besondere dahinter. Ne? Ja, ein Messer, was ich regelmäßig mit dabei habe. Ein tolles Teil, macht mächtig Spaß. Ja, dann eigentlich, das werdet ihr auch gleich an der Klinge sehen. Ist für mich das Arbeitsmesser schlechthin, kann ich jedem nur empfehlen, der ein stabiles Taschenmesser haben möchte, in Top-Qualität. Das ist das G-Mate Knife Combustion. Gibt es in unterschiedlichen Designs bzw. Ausführungen. Ja, ich habe mir damals direkt eins ergattert. Man merkt schon vom Walk and Talk. Da ist richtig schön Spannung drauf. Ich weiß noch, ach, jetzt geht's Telefon. Ja, Kundschaft. Sorry, bis gleich. So, da sind wir wieder. Kundschaft geht vor. Sorry. Weiß jetzt gar nicht, wo ich stehen bin. Ich glaube, so viel habe ich noch gar nicht gesagt. Also, Combustion, super Walk and Talk und eine stramme Feder. Ich weiß noch, anfangs hatten die Kunden gesagt, oh, die ist aber stramm, die Feder. Aber das ist ja gerade optimal. Und wenn ich dann das hier runterdrücke, die bleibt sauber stehen. Jetzt kommen auch noch die E-Mails reingedonnert. Ja, heute ist was los. Ja, wie ihr die Klinge sehen könnt, das Ding bin ich wirklich am Nutzen. Da mache ich auch keinen Halt vor. Das habe ich jetzt letztens, wo ich unten im Keller eine Toilette gemauert habe, habe ich es genutzt, um Sachen anzuritzen, um
Speis wegzumachen und weiß ich was alles. Aber das kann genau dieses Messer ab. Und ich habe Handschuhgröße 10 bis 11. Und ihr seht hier, das liegt schön satt in der Hand. Ich kann auch nochmal in den Vorgriff gehen. Und da ist hier richtig Spannung drauf. Und diese Spannung hat mir jetzt schon zweimal dieses Messer, ja eigentlich einen Finger gerettet, weil ich dann beim Renovieren teilweise zu faul war, in den Keller zu gehen, mir einen Schraubenzieher holen. Da habe ich gedacht, ja, mach's mit dem Dübel, mal einfach mit dem Kombasschen den Dübel aus der Wand raus. Und da mal ein bisschen zu viel Druck gemacht, um den Dübel zu schnappen und dann rauszuziehen. Und dann machte die Klinge auf einmal so und ich hatte die Finger noch dazwischen. Aber die ist trotz des Drucks, den ich ausgeübt habe, ist die Klinge im Halfstock sauber stehen geblieben. Ja, und hat mir, glaube ich, schon so zweimal den Finger, nicht das Leben, den Finger gerettet. Ja, aber das ist ein richtiges Arbeitsmesser. Also kann ich jedem empfehlen, der ein zuverlässiges, sicheres Messer im Slipjoint-Bereich haben will. Der Ashi Made Knife ist sowieso die 1A-Adresse, qualitativ, verarbeitungsmäßig. Und vom Preis, ich weiß jetzt nicht mehr, wo es hier liegt, über 200 Euro, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber das lohnt sich, da habt ihr wirklich was von, macht mächtig Spaß. Dann machen wir mit GE weiter. Ja, eigentlich allgemeines Design, Lennis Clip, hier nochmal eben mit Hohlschliff und partiell Anschliff vorne, wunderschönes Messer mit Mikata-Beschalung. Ja, gibt es ja von diversen Herstellern und Kastenherstellern, die eben sich da an dem Lennis Clip eben austoben. Aber auch hier wieder schöne stramme Feder. Ich kriege es ganz mit Zeigefinger runtergedrückt und bleibt schön stehen und hört euch diesen Sound an. Der ist einfach nur einmalig, ein Top-Messer. Da gibt es noch andere Modelle von GE Made Knives. Aber das ist das, wo ich mir gesagt habe, so ein Lennis Clip, bevor es das wieder nicht mehr gibt, was jetzt aktuell auch der Fall ist. Und er baut immer nur 300er Serien. Und danach gibt es das Messer nicht mehr, bis er das neu auflegt, aber dann mit anderem Stahl, mit anderen Griffen oder was auch verändert hat. Aber es gibt nie mehr bei GE Made Knives 1 zu 1 eine, ja, Nachfolge. Und da habe ich mir damals gesagt, so, das möchte ich für mich haben. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Aber ich habe lieber auch so Altertümchen. Da habe ich zum Beispiel auch noch welche von dem Shop, jetzt nicht von diesen genau, aber von den Schliepermessern. Eine Tradition, Solinger Traditionsfirma, wurde, ich weiß nicht ab wann, aber auf jeden Fall 80er, 70er Jahren von der Firma Olberts dann weiter produziert. Das Interessante ist, sind die Klingen. Da ist so ein bisschen Solinger Geschichte drin. Ich mache es jetzt gerade mal auf. Eigentlich ein ganz simpel, einfaches Herrenmesser. Ja, und diese Klingen hat, glaube ich, Nachkriegszeit haben die Solinger Firmen diese Klingen in Mass produziert, die alle dementsprechend verbaut und dann in die USA, das war Hauptabnehmer gewesen für diverse Messer, in die USA exportiert. Und dann kam irgendwann der große Crash. Dann ist Soling und die ganzen Solinger Firmen, so auf gut Deutsch, auf die Schnauze gefallen und haben die Klingen nicht mehr wegbekommen. Und dann gab es Mengen von Klingen, wahrscheinlich heute noch irgendwo in der Ecke aus diesen, ja, besagten 50er, 60er Jahren. Und dann ist man hergegangen und hat diese Schalen, die hat man dann nachgeprägt und hat dann da drin die alten Klingen von damals, weil die ja noch im Hüppedeberg eben vorhanden waren, hat man die dementsprechend verbaut. Und das ist eben das Interessante bei diesen Messern. Wie gesagt, ich habe eine ähnliche Bauweise von Schliepper, habe ich noch im Shop. Genau das ist es. Da hast du dann ein Messer, ja, wo eine Tradition dahinter ist, wo eine Geschichte dahinter ist. Und mit der Schließung von der Firma Olberts ist auch diese Sache ja, erstmal gestorben. Ist auch jetzt kein, ist mir auch nicht bekannt, dass irgendein Nachfolger ist, der jetzt nochmal da neu auflegt. Aber damit ist dies weggefallen. Und das sind so alte Herrenmesser und an sowas habe ich auch Spaß.
Nicht wegen der Benutzung, also das nutze ich nicht, würde ich jetzt lügen, wenn ich sage, hier, das nutze ich täglich. Tolles EDC. Aber das ist eben ein Messer mit einer schönen Geschichte dahinter. Hier hinten ist ein Prägedruck, das gibt es in unterschiedlichen Schriftsätzen. Und auch die Front, hier ist noch das schöne Schlieper-Logo noch mit drauf. Das ist auch bei ja, vielen Prägeschalen eben unterschiedlich. Ja, und dann, wie könnte man es anders denken? Ja, mit der Partnerschaft mit Arno Bernard und mit dem Umbau, den ich damals angeregt habe, bei dem E-Mamba, was es normalerweise nur als Flipper gibt, als Reihenflipper mit Kugellager. Hatte ich ja damals gefragt, kann ich das Messer ohne Flipper haben und anstatt Kugellager mit Bronzerutscher. Ja, die Resonanz war so groß gewesen und ich glaube, in Kanada ist so ein ähnliches Problem wie in Deutschland, dass eben ja, die Absatzmengen, die mittlerweile erzielt werden, gerade in der German Edition, die ich da habe entwickelt, mittlerweile auch in Kanada sehr gefragt ist. Und selbst die Amerikaner, die eigentlich damit überhaupt nichts zu tun haben, haben ein absolutes Interesse an dieser German Edition. Und Sprache ist, ich habe es eben angesprochen kurz, ist das E-Mamba. Es ist ein kleiner Ausreißer. Es ist nicht oder noch nicht hundertprozentig 42A konform. Weil so ein Stefan zum Beispiel, der hier gewesen ist, das ist ein, ja, ist ein Fingerfuchs. Und da kenne ich so andere Fingerfüchse. Die kriegen natürlich auch so ein Messer, kriegen die natürlich geöffnet. Ich tue mir das schwer. Ich bin da absolut grobmotorisch veranlagt. Ich breche mir da einen ab, wenn ich hier dementsprechend, das ist jetzt kein Joke, ich versuche es jetzt wirklich, die Klinge versuche rauszudrehen. Da musste ich schon geübt sein. Fällt mir persönlich selber unheimlich schwer. Aber ich sag mal, der Gedanke war genau, vom Folder wegzukommen, Kugellager wegzukommen und das eben ja, in Richtung 42A konform umzubauen, auch wenn es jetzt noch nicht 42A konform ist. Aber ich möchte es mal mit reinnehmen, weil es eben so in die Richtung geht und einfach nur ein wunderschönes Messer ist. Verarbeitung einfach nur top. Ja, macht richtig Spaß und richtig schönes, großes Messer und hat Frame Lock und sitzt damit auch fest, die Klinge, sodass eben da auch bei stärkeren Arbeiten nicht viel passieren kann. Ja, und letzte, ja, mein persönliches Highlight, nicht nur weil es ein echtes Slipjoint ist, sondern da ist eine Mega-Geschichte hinter und ich glaube, viele haben es auch nach oder während der Knife 2023 miterlebt, was damit passiert ist und das Ding wird mich nie, niemals verlassen, solange ich hier auf dieser Erde irgendwie atme. Das Ding verkaufe ich nicht und wenn ich bettelarm wieder bin, ich verkaufe es nicht. Also das bleibt stetig bei mir. Ja, die Rede ist vom Ringhals mit Abalone-Beschalung, welches mir auf der Knife ja, entwendet worden ist und dann ja mithilfe der Community dementsprechend ja, überall publik gemacht worden ist, innerhalb von Stunden publik gemacht worden ist. Und tatsächlich, ja, ich glaube, eine Woche später war es gewesen, habe ich dieses Messer zurückgehalten in einem Umschlag. Ja, und da bin ich natürlich super happy. Damastbeschalung, Abalone, Slipjoint, also keine Arretierung, richtiges Slipjoint, Clip hinten, ja, und die Damasklinge ist Damaststil, ja, wunderbar. Und das ist ein Messer, das nutze ich auch. Das nutze ich, das habe ich mit. Da gehe ich auch gerne mal irgendwo essen und da hole ich es dann raus. Das ist jetzt kein Sammelding, aber ist ein Messer, was mir ja ans Herz gewachsen ist. Und von daher ja, habe ich hier ganz viele Erinnerungen dran. Ja, Schrecksekunden, wie aber auch schöne, schöne Momente. Ja, das sind so eigentlich die Taschenmesser, die ich so ja, in meinem Gebrauch habe, bis auf dieses Herrenmesser, die ich euch auch wärmstens empfehlen kann. Da ist alles top. Twisted Pine werdet ihr kaum noch kriegen irgendwo. Den Import haben wir, glaube ich, für ein Jahr gemacht. Dann
hatte Queens Cataly Konkurs anmelden müssen und dann war es vorbei. Ja, Stefan, ich hoffe, diese kleine Vorstellung hat dir Spaß gemacht. Das ist so, was du dir vorgestellt hast. Wie gesagt, meine erste Rückmeldung auf eine VA. Ich musste sogar im Vorfeld fragen, was eine VA ist. Verzeiht mir, ich bin da absolut nicht fit dran. Liegt vielleicht am Alter, obwohl ich mir gar nicht so alt vorkomme. Aber ist halt so, wie es ist. Man wird eben älter und kriegt nicht mehr alles so wirklich mit. Ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich werde auch demnächst mal, vielleicht diese Woche oder nächste Woche, selber mal eine VA starten. Thema, sage ich noch nicht zu, aber das Thema hat sich eigentlich hier drin geschnitten. Und da gehe ich beim nächsten Video mal drauf ein. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr genauso, wie ihr den Stefan unterstützt, mal 2, 3 Videos macht und euer Feedback gibt. In dem Sinne, bleibt gesund, viel Spaß da draußen. Wenn ihr noch Urlaub habt, genießt den Urlaub und ja, bis die Tage. Macht's gut.